nigga mad no. Hey Leute, schön sind ihr den Freitag wieder mit mir am Start. Genau heute spielt das Wetter nicht mit. Gestern haben wir um diese Zeit wunderbar Sonnenstrahlen, warme Temperaturen gehabt. Heute genau nicht. Es regnet leicht. Vorher war es mal noch richtig kalt gewesen. Aber wir haben es letzte Woche gesehen, der Frühling ist da. Ich finde, es ist jetzt an der Zeit, um mal zwei richtig geile Eistee zu machen. Sind so ein bisschen spezielle Kreationen. Die eine habe ich so noch nie angetroffen. Die andere ist sehr gängliche Variante von einem Eistee. Am besten legen wir gerade los mit dem ersten. Ich zeige euch Step by Step, wie es geht und was ihr dazu braucht. So, für euch möchte ich heute einen Zitronengras-Ingwer-Eistee machen. Dazu brauchen wir folgende Sachen: 2 Limetten, ein Stück Ingwer, 4 kleine Stangen Zitronengras, Zucker und Honig. Daneben habe ich einen Topf mit Wasser aufgestellt. Das sind 1,5 Liter. Den tun wir jetzt langsam aufkochen. Was wir ebenfalls noch dazu brauchen, sind 2 Beutel Grüntee. Gut. Das ist eine ganz fixe Sache. Ingwer halbieren, vierteln, in kleine Stücke schneiden. Zitronengras ebenfalls. Jetzt, wenn wir das klein geschnitten haben, stellen wir das hier schnell an die Seite stellen. Und sobald das Wasser kocht, stellen wir die 2 Beutel Grüntee reinhängen, die geschnittenen Ingwerstücke Zitronengras dazu und dann von diesen 2 Limetten den kompletten Saft reinpressen. So, ihr seht es hier jetzt, es fängt schon an zu dampfen, das heisst, das Wasser wird nächstens kochen. Wir geben jetzt den Zucker dazu. Dann geben wir den Honig dazu. Jetzt können wir ebenfalls den Ingwer und das Zitronengras dazugeben. Die Limette auspressen. Und auch mitziehen lassen. Und jetzt die 2 Grünteebeutel biegen, kurz aufkochen lassen und dann ausschalten. So, das Wasser kocht, schalten wir die Platte ab. Und jetzt lassen wir das ziehen für ca. 3-4 Minuten. So, der andere Eistee, den ich machen möchte, das ist relativ ein spezieller. Es ist eine Kombination aus Rhabarber und Basilikum. Die zwei Sachen passen extrem gut zusammen, wenn man sie gut kombiniert. Und ich möchte jetzt mal versuchen, daraus einen Eistee zu machen. Es ist eine Idee aufgekommen von mir, weil jetzt ist ja langsam so wieder ein bisschen Rhabarberzeit. Und darum machen wir jetzt den Rhabarber-Basilikum-Eistee. So, um den Rhabarber-Basilikum-Eistee zu machen, brauchen wir verschiedene Zutaten. Einerseits habe ich hier frischen Rhabarber, frisches Basilikum, wenig frische Minze, 2 Beutel Verwentee und dann ebenfalls wieder Honig und Zucker. Um jetzt den optimalen Geschmack vom Rhabarber rauszubringen, tun wir den jetzt zuerst mal zurüsten. Das heisst, hier unten, wo der Strunk war, abschneiden, gut waschen und dann klein schneiden. So, der Rhabarber ist gewaschen. Hier unten wird der Strunk abgeschnitten. Dann tun wir
die relativ grossen Stängel mal schnell halbieren. Hier oben, wo die Blätter dran sind, können wir auch abschneiden. Jetzt schneiden wir da ganz kleine Stückchen ab. In der Zwischenzeit tun wir jetzt auch wieder das Wasser aufkochen. Und bis wir es fertig geschnitten haben, kocht das Wasser. So, jetzt haben wir einerseits den Rhabarber mal geschnitten in Würfel. Das machen wir, damit die Aromastoffe durchs Kochen nachher besser austreten können. Das gleiche machen wir jetzt mit dem Basilikum. Dort tun wir aber nur schnell etwas grob verschneiden. 2-3 Mal mit dem Messer durch. Bei unserem Eistee mit Ingwer und Zitronengras tun wir jetzt die Teebeutel entfernen. Nicht, dass es zu bitter wird. Gut, das Wasser kocht jetzt schon fast. Das heisst, der Rhabarber kommt rein. Basilikum auch gerade schon dazugeben. Dann haben wir hier noch einmal die Minze, die geben wir auch mit dazu. Und jetzt lassen wir das ca. 2 Minuten mal ein bisschen köcheln, damit sich der Geschmack wirklich optimal entfalten kann, bevor wir dann den Tee noch dazu geben. Nicht vergessen den Zucker und ebenfalls nicht vergessen den Honig. So, der Rhabarber-Eistee ist schon schön am Köcherle. Wunderbar. Jetzt tun wir den Verwentee dazugeben und schalten nachher die Platte ab. Verwentee dazu. So, unser Ingwer-Zitronengras-Eistee, den tun wir jetzt mal abpassieren. Es schmeckt wirklich wunderbar. Da habe ich jetzt noch so eine schöne Glasflasche besorgt. Ich sehe ihr da. Kann man wunderbar schön anschreiben mit dem Inhalt, was drin ist. Ist wunderbar, zum Beispiel zum Verschenken. So, und das kann man jetzt wunderbar 2 bis 3 Tage im Kühlschrank lagern. Was einfach wirklich extrem wichtig ist, dass es immer schön gekühlt ist. In so einer Glasflasche sieht es natürlich super aus. Und man kann es zum Beispiel auch ganz schlicht mit einem wasserfesten Filzstift anschreiben. Einerseits habe ich das Glas parat gemacht von unserem Rhabarber Basilikum Eistee und da vom Ingwer Zitronengras. Probieren wir das am besten doch gerade. Das ist jetzt halt noch warm, aber auch warm schmeckt es natürlich hervorragend, ist Tee. Wunderbar, Ingwer, Zitronengras, da kann man eigentlich fast nicht falsch machen. Sehr ausgeglichen vom Geschmack und nicht zu süß. Das finde ich immer extrem wichtig bei meinem Eistee. All die man im Coop, Migros etc. kaufen kann, finde ich total süß immer. Und sind nämlich richtige Zuckerbomben. Dann haben wir den zweiten, Rhabarber Basilikum. Ich muss sagen, für das, dass ich jetzt die Kombination so das erste Mal gemacht habe, schmeckt das ziemlich gut. Ist vielleicht noch ein bisschen verbesserungsfähig mit der Süße. Es könnte ein bisschen mehr haben. Ich tue das natürlich im Rezept, das ich euch unten anschreibe, gerade mal noch schnell aktualisieren. Ich freue mich auf den Sommer und mit einem feinen Eistee kommt es natürlich umso besser. Bis nächsten Freitag, habt's gut.